Ja, willkommen zurück. Ja. Wir müssen noch ein paar Tiere rausschaffen. Blauer. Wow. Das Spiel bricht gerade in einen kompletten FPS zusammen. Du bleibst. Du. Und ihr. Obwohl, warte, doch. Okay, euch nehmen wir noch mit und dann den Rest weg. Gucken wir mal, was wir weggebracht haben. Blauer Pau. Gut. Zack. Gut. Du darfst dich fortpflanzen. Du darfst dich fortpflanzen. Und du darfst dich fortpflanzen. Die haben wir schon mal verringert. Pinguine. Aber dabei Pinguine. Tiere. Bevor wir hier weitermachen, ich muss immer überlegen, was wir noch. Pinguine. Zack. Du bleibst. Du bleibst. Du bleibst. Die Königspinguine. Kümmert ihr euch erstmal um Nachwuchs? Ich hoffe, das funktioniert noch. Aber wir kriegen das hin. Eigentlich kaufe ich neue ein. Gut. Machen wir das so. So, wo waren wir stehen geblieben? Forschung abgeschlossen. Krankheit. Jetzt beide Schmetter, du bist durch. Müssten jetzt eigentlich beide Schmetterlinge fertig sein, ne? Ja. Dann machen wir gleich mal die Gehege auf dem aktuellen Stand. Ja, komm. Einmal alles und jetzt machen wir mal die Gehege auf dem. Die Vivarien sind ja Vivarien, oh Gott. So, plupp. Damit die sich hier ein bisschen wohlfühlen. Der Nebler, das. Oh Gott. Die stehen da ein bisschen echt drauf, ne? Die kriegen auch nochmal ein. Zack, zack, zack. Die nächste Forschung abgeschlossen. So, was haben wir denn noch? Emu, Grizzly, Überbelegung. Ja. Heute mehr Tabellenkalkulation. Was hat denn der Emu zu sagen? Überbelegung. Okay. Überbelegung. Du. Du kommst raus. So, Grizzly. Grizzly Bear. Ich behalten wir jetzt. Ich schnell handeln und das Helmding Helmke so ja und du kommst raus, sehr schön, hätten wir das.
müsste eigentlich weg sein. Oh, du bist... Nice. Du bist verletzt. Okay, aber kommst trotzdem raus. Okay. So. Wo haben wir stehen geblieben? Was wollte ich jetzt machen? Eine schöne große Fläche. Würde ich hier nicht Eisbären reinsetzen? Glaube ja. Ich glaube ja. So. Einmal kurz hier hingehen. Haben wir jetzt für die Galapagos-Schildkröte irgendwie was Unterkunftartiges? Nö. Selber bauen. Moment. Mal. Nee, will dich haben. Wenn ich jetzt einfach sage. Ich knall jetzt hier mal so ein. Okay, es hat kein Ort. Hab doch einen stabilen Rückzugsort. Vielleicht kommt das noch. Ansonsten muss ich echt anfangen, selber zu bauen. Ich wollte Eisbären holen. Eisbären. Ich glaube, das waren Eisbären. Deswegen habe ich, glaube ich, die Fläche hier so gestaltet. Oh Gott, bist du toll. Du bist gut. Aber du hast eine schöne Fruchtbarkeit. Ich brauche nur noch ein Männchen. Wir können ja schon mal das Gehege hier anfangen. Können wir hier was zum Lernen hinsetzen? Dann haben wir die Ecke auch schon ausgefüllt. So, Eisbär. Was benötigst du? Ja, über 2 Meter, Grad 4. Über 2 Meter, Grad 4. Grad 6. Salzrate hoch. Salzrate mittel. Salzrate niedrig. Dickes Glas. Das sollten wir hinbekommen eigentlich. Weil hier müssen wir ein bisschen mehr bauen. In dem Bereich, den können wir einfach mit Beton ausfüllen. Kann ich hier. Nö, wir machen das jetzt mal ohne. Gucken wieder. Nein, kann ich das immer noch. Das ist nicht das Problem. Gegen Wohlbefinden. Ja, ja, kriegen wir schon hin. Ja. Ich möchte, dass ihr hier seid. So, wo gehen Wege lang? Dass sie ein bisschen was zu gucken haben, ne? Oder ein bisschen. Ja. Ab hier können wir eine ganz normale Beton setzen. Oder? Mal komplett Glas, dann kann er ein bisschen rauskicken. Der Kumpel. Das hatten wir. Kann er da ein bisschen rauskicken. Ja, wir brauchen viel Platz. Und viel Platz bedeutet halt auch immer Kosten. Aber man kann hier viel Zeug reinsetzen. Moment, ich habe ja noch eine Idee, was wir reinsetzen können. Ja, Wohlbefinden. Aber eine Idee. So, zack. Ja, wir brauchen halt gefühlt unendlich viel Platz. Könnt ihr noch mal eine Route einsetzen?
das von oben mal machen? Ja, ich muss sowieso noch ein bisschen rumwittlern hier. Jetzt sieht das nicht. Sieht das nicht ganz so gedrungen aus. Hier hin. Und einen kleinen Bogen. Rum. Gehen wir mal hoch auf 3,30 hin. So. Jawohl. Wo setzen wir jetzt das Türchen? Ja, hier würde ich sehr gerne sehr clean lassen. Machen wir das hier. Eine Glastür. Haben wir eine hohe Glastür? Ja. Perfekt. So. Nehmen wir Eisbär. Und wo bist du jetzt? Hier hinten ist alles. Das müsste 3 sein. Wir setzen das schon mal rein. Kann man sich ja schon mal so langsam dran gewöhnen. Arbeitsbereich 3 müsste es sein. Ja. Wie warm mögen es denn Eisbären? 16 Grad. Okay, machen wir minus 10. Dann machen wir erstmal minus 10. Verstorben, verstorben, verstorben. Helmdings hat immer noch Überbelegung. Bist du jetzt eigentlich wieder gesund? Wollte dich eigentlich raus haben. Wir hauen nicht mal ins Handelszentrum. Gut. Welchen Arbeitsbereich bist du denn? Arbeitsbereich 3. Kriegt Arbeitsbereich 3 noch eine Schulung. Sehr schön. Ja, dann fangen wir mal an hier mit klimatisieren. Schön erstmal mit drin. Nochmal Nummer 1. Ach, Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe ja noch eine Idee. Und hier gucken wir. Ich würde das gerne hier hinsetzen. So. Ja, 10. Sagen wir mal so. Ist noch ein bisschen kleiner. Mit dem. Wir wählen erstmal Gras. Wir müssen mal zurück. Das verkleinern wir gleich noch schön. Brauchen wir hier oben keinen Unterschlupf bauen. So,
Stärke, ja. Das sollte eigentlich so echt gut funktionieren. Das muss auch weitaus massiver werden. Also weitaus tiefer. Das mal so. Nicht einebnen. Nicht, dass die Tierchen hier nur feststecken. Gut, zack, zack, zack. Jetzt haben wir eine Höhle, die groß genug ist. So, bisschen glätten. Dann sollten die Herrschaften ja hier auch reinkommen. Schmücken wir noch schön aus, wo wir wieder bei den Felsen sind, ne? War gut. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.